Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt wird es spannend. Mir gegenüber auf der roten Couch in Hannover sitzt Herr Hartmut Pütz, Factory Automation President bei Mitsubishi Electric Europe. Wir sprechen über das Thema japanische Tugenden für den Maschinenbau. Herr Pütz, ich habe 5 Thesen vorbereitet, die Sie bitte mit richtig oder falsch beantworten. Ja. Sie dürfen natürlich einen Satz zur Begründung Ihrer Antwort ergänzen. Ja. Sind Sie bereit? Ja, gerne. Dann starten wir. Meine erste These lautet, japanische Stärken sind eine große Unterstützung auf dem europäischen Markt. Uneingeschränkt ja. Insbesondere deswegen, weil wir sehr traditionsbewusst den Kundennutzen in den Vordergrund stellen. These 2, Mitsubishi tritt in Deutschland ganz anders auf als im Mutterland Japan. Ist richtig. Ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir in Japan ganz klarer Marktführer sind, mit Abstand Marktführer sind und in Europa eigentlich einer der Herausforderer der derzeitigen Marktführer sind. Okay. Mitsubishi Electric Europe, also die europäische Niederlassung, ist nur eine unter vielen Töchtern des Konzerns? Qualifiziert ist richtig, weil wir sind ein global aufgestelltes Unternehmen mit Hunderten von verschiedenen Niederlassungen in verschiedenen Ländern. Demzufolge sind wir einer von vielen. Was den Automatisierungsmarkt angeht, sind wir sicherlich eine der wichtigsten Niederlassungen, weil sehr, sehr viele Standards in der Automatisierungstechnik aus Deutschland heraus getrieben werden und damit auch unsere Produktentwicklung beeinflusst. Okay. Meine vierte These lautet, Mitsubishi hat es im BRIC-Bereich hauptsächlich auf China abgesehen. Uneingeschränkt falsch. Wir haben für jedes einzelne dieser BRIC-Länder unsere eigenen Strategien entwickelt, die jetzt zum Beispiel auch, was Indien angeht, darin münzt, dass wir ein größeres Unternehmen dort gekauft haben, inklusive der Produktionskapazitäten, um uns dort halt im indischen Markt sehr viel stärker und schneller ausbreiten zu können. Und eine These noch zum Abschluss. Die langjährige japanische Technikdominanz läuft aus? Falsch. Uneingeschränkt falsch. Von meiner Seite aus, was die Innovationsfreudigkeit angeht im Bereich der Automatisierungstechnik, sind wir nach wie vor sehr, sehr dynamisch. Was vielleicht nach außen hin nicht so ersichtlich ist, weil teilweise unsere Produktzyklen relativ lange sind. Aber das ist wiederum halt dem Konservatismus des japanischen Unternehmens geschuldet. Okay, sehr geehrte Damen und Herren, das war die rote Couch auf der Hannover Messe 2012. Wir sprachen über das Thema japanische Tugenden für den Maschinenbau. Bei mir auf der Couch war Herr Hartmut Pütz. Herr Pütz, herzlichen Dank, dass Sie bei mir auf der Couch waren. Vielen Dank, war mir ein Vergnügen. Eine gute Messe. Danke Ihnen auch. Vielen Dank.